Das hier hinter mir ist er also, der Wagen, mit dem der rechte Publizist Georg Immanuel Nagl am vergangenen Sonntagvormittag im 8. Wiener Gemeindebezirk für eine Störaktion gesorgt hat. Oder besser gesagt, das ist der Wagen, beziehungsweise das, was von dem Wagen noch übrig ist. Schauen wir uns das genau an, denn es ist hier zu einer Aktion gekommen, noch von Unbekannten. Es ist noch nicht bestätigt bzw. bekannt, wer dafür verantwortlich ist. Fakt ist jedenfalls, dieser Wagen, der wurde gehörig in Brand gesteckt. Doch woher kommt der Unmut bzw. natürlich das Unverständnis für die Störaktion vom vergangenen Sonntag? Auch die Polizei hat sich bereits gerechtfertigt, warum sie denn eigentlich eine Eskorte sozusagen für diese Kundgebung oder dann in späterer Folge, wie sich herausstellte, Störaktion gebildet hatte. Die Kundgebung, die wäre für 9 bis 10 Uhr unter dem Titel Toleranz und Vielfalt angemeldet gewesen. Mit 10 Teilnehmern, 4 waren dann vor Ort und der Verantwortliche habe angegeben, dass der Lautsprecher am Wagen lediglich zum Abspielen von orientalischer Musik dienen würde. In der Realität aber waren auch Maschinengewehrsalven und antimuslimische Parolen zu hören. Nach Rücksprache mit dem Amt für Verfassungsschutz wurde die Kundgebung um 10 Uhr abgedreht. Die Anwesenden Personen wurden etwa wegen Störung der öffentlichen Ordnung angezeigt. Erhebungen wegen des Verdachts auf Verhetzung laufen. Wie nun also bekannt wurde, beziehungsweise uns von OE24 auch schon Bilder und Videos im Vorfeld zugespielt wurden, wurde hier dieser Wagen in Brand gesetzt und wir haben natürlich auch bereits nachgefragt bei der Feuerwehr, die hat bereits bestätigt, dass es in der Nacht auf Dienstag gegen Mitternacht zum Löscheinsatz in der Lörgasse im 15. Bezirk gekommen ist. Die Wiener Antifa, die hat sich auch bereits zu Wort gemeldet, so etwa auf Twitter und Facebook, hat auch Fotos von hier geteilt und die feiert diese Aktion hier, dass der Wagen von Georg Immanuel Nagl, also zumindest der Wagen, mit dem er diese Störaktion vollzogen hat, im Brand gesteckt wurde. Ja, es ist eben, wie bereits erwähnt, das neueste Ereignis zu diesem Vorfall bzw. das, was dann daraus die Folge ist, denn es dürfte sich wohl wirklich ein großer Unmut zusammengestaut haben, vor allem bei denjenigen oder demjenigen, der diese Aktion hier durchgeführt hat. Und natürlich muss man auch darauf verweisen, dass diese Störaktion nur wenige Tage nach dem verheerenden Terroranschlag in Wien stattgefunden hat, nur wenige Tage danach, wo Wien wirklich in Angst und Schrecken, in Entsetzen gesetzt wurde.